Da steht MP9 drauf. Du weißt dann auch, welche Waffe du in der Hand hast, falls du es vergisst. Also sofern du lesen kannst. Du musst jetzt noch kurz durchziehen. Ja. Den Dreh über hier. Jungs, wir machen weiter, gell? Lass laufen. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuen Top 10 CSGO Skins Video. Heute sind die MP9s dran. Ihr wisst, wir fangen wie immer beim 10. Platz an und arbeiten uns dann hoch auf den 1. Platz. Los geht's. Auf meinem Platz Nummer 10 steht die Dark Angel. Wir fangen ziemlich gechillt an. Ich weiß, das hier ist Float und sowas. Ihr habt mir letztes Mal erzählt, das ist gar nicht das, was du gedacht hast. Du Vollidiot. Ich denke, es ist, oder? Kann man nicht sagen. Dunkel gehalten, mit diesen Sternchen drauf und mit Ketten hin und her. Also, das ist Nummer 10. Sie kostet 5,02 €. Was aus dem Aussehen heraus auf jeden Fall nicht schließen kann, dass sie so teuer ist. Also es ist halt wie immer Angebot und Nachfrage, die da den Preis regieren. Aber 5,02 €, also man sieht es ihr nicht an, ne? Ich hätte jetzt gesagt 0,02 €. Ja, verstehst du? Auf dem 9. Platz ist die Dart. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, wow, die ist doch ein bisschen uncooler als die andere. Aber nein, der Zettel, wie immer ausgekeyt wird. Erstens mal ist die schwarz, grau und weiß. Zweitens hat sie Pfeile, die nach vorne zeigen, in Schussrichtung, also auch für Leute, die jetzt nicht viel mit Waffen am Hut haben, die super war. Ganz wenige Leute, die sich selbst damit anschießen. Und, keine Ahnung, fünftens oder wo wir waren. Viertens, ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19:30 €. Seid dabei! Dieser Skin kostet 98 Cent und man, geht, oder? 98 Cent, kann man schon machen. Geht natürlich gar nicht. Der Skin sieht auch aus wie, keine Ahnung, 8 Cent maximal. Ah! Mach 7 draus, komm. Auf dem 8. Platz befindet sich die Setting Sun. Vorsicht, das Zeichen, ultra geil. Die Farbgebung, sehr, sehr schick, kann man nicht sagen. Kann man einfach schon fast kommentarlos stehen lassen. Der Preis beträgt 1,13 €. Ich weiß nicht. Sowas kann doch eigentlich nur durch Angebot und Nachfrage entstehen. Nicht ein Mensch, der von vornherein sagt, der Skin, warte mal. 1,13 €. Der Preis wird wahrscheinlich aufgewogen in Zeit des Designers, der damit verbracht hat, oder? Und dann vielleicht in prozentualer Angabe der Spielhaftigkeit. Das ist ein wichtiges Wort, merkt euch das, schreibt euch das auf. Also wie oft eine Waffe gespielt wird und so weiter und so fort. Scheiß der Hund drauf. 1,13 €, Platz Nummer 8. Auf meinem Platz Nummer 7 steht die MP9 Hypnotic. Dieser Skin kostet 2,35 € in FN und weiß mit diesen Ringen drauf, hypnotisierend, ist jetzt nicht optimal umgesetzt, also der Mittelpunkt des Kreises ist halt weiter unten im Handstück zu erwarten und ich hätte vielleicht einen kleineren Kreis, ich weiß auch nicht. Lirum, Larum, Löffel, Stiel, Löffel, Scheiß, der wichst auch viel, soweit so gut. Auf dem Platz Nummer 6 befindet sich bei mir die Deadly Poison. Grün ist halt meine Lieblingsfarbe oder eine meiner extrem favorisierenden Farben. Und dann auch noch mit dieser Zecke drauf oder Spinne oder was es sein soll, wahrscheinlich eine Spinne. Ich meine, wer macht schon eine Zecke auf eine Waffe, hallo? Ich glaube, es geht los. Was kostet der, komm, lass mal reingucken. 50 Cent. Hält sich auch voll und ganz in Grenzen, finde ich. Also, naja, gut, man könnte jetzt auch 33 sagen. Aber so an sich, da steht MP9 drauf. Du weißt dann auch, welche Waffe du in der Hand hast, falls du es vergisst. Also, sofern du lesen kannst. Wenn nicht, dann lernst. Lese ist schon wichtig, ne? Weiter geht's mit Platz Nummer 5. Hier befindet sich in meinem Ranking die BioLeague. Schon wieder so grünlich, wobei die Textur hier nochmal ein bisschen cooler ist. Sie ist über die ganze Waffe drüber gezogen und sieht tatsächlich aus wie ein Leck, das irgendwo in etwas entstanden ist, wo diese, ich sag jetzt mal, biologisch behinderte Flüssigkeit nicht rausfließen darf. Aber sie tut es auf deiner Hand, während du schießt. Aber trotzdem schöner Skin. Vom Preis her stehen wir da bei 17 Cent und das ist doch extrem erschwinglich. Auf jeden Fall. Da kann man nichts sagen, oder? Findet ihr doch auch. Übrigens, herzlichen Glückwunsch an alle, die heute Geburtstag haben. Gönnt euch was. Auf dem Platz Nummer 4 befindet sich bei mir die MP9 Pandora's Box. Ultra cool. So Regentröpfchen, Seelen, die vielleicht aus der Büchse der Pandora herausbrechen wollen. Es sieht echt sau cool aus. Das ist halt genau meine Art, mein Stil. Also die Farbgebung ist es nicht optimal, aber dennoch, von meiner Seite aus auf jeden Fall verdient Platz Nummer 4, ganz klar. Das ist ein sexy Teil, ein sexy Gerät. Auch die Mädels stehen drauf, logisch. Ist ja auch Purple mit dabei. Ja, der Skin kostet 8,35 €. Und das ist schon wiederum sehr, sehr viel für das jetzt. Wenn ich wirklich diesen Skin kaufen müsste, weil mich jemand zwingen würde, ihn zu kaufen, aber ich trotzdem diese Denke hätte, dass ich nach wie vor sagen kann, oh, das ist mir aber zu teuer oder so, dann würde ich sagen, das ist mir zu teuer. Ich würde sie noch für 60 Cent kaufen. Aber mehr? Mehr ist einfach nicht drin. So, wir haben nun die ersten 7 Plätze abgehakt. Jetzt kommen wieder Platz Nummer 3, 2 und 1. Ihr könnt nun also wieder raten, was wohl auf meinen vorderen 3 Plätzen sein wird. Seid bereit. Ich mache kurz für euch einen kleinen Trommelwirbel. Ich hoffe, ihr habt zu Ende geraten. Weiter geht's. Platz Nummer 3. Da haben wir die Ruby Poison Dart. Dieser Lavalampen-Style sieht halt ultra nice aus. Ganz klar. Weil ich war früher selbst Lavalampe-Verkäufer. Ich kann euch da einige Ratschläge geben, ne? An sich sind die Farben ja nicht schlecht. Es könnte ja aussehen wie Lavaschlacke oder sowas. Mit harten Stücken oben die dunklen und unten drunter eben die Magma-Lava. Wer kennt den Unterschied, na? Ohne zu googeln. Das Teil kostet 54 Cent und für den Preis würde ich fast sagen, ist es eigentlich ganz in Ordnung. Das ist jetzt mal ein Preis, der doch ganz gut passt. Weil klar, an sich ist es schwierig, sich in so etwas
das einzufühlen, da man gerade Waffen wie die MP9 eher nicht spielt und da ist dann die Wertigkeit eine ganz andere, wie jetzt bei einer Waffe, die man täglich spielt, beziehungsweise halt oft spielt. Meine Haare sind halt wie so ein fluffiges Kissen. Ich habe vorhin geduscht, habe dann einfach nur die Haare so ein paar Mal mit der Hand nach hinten gemacht. Also wenn ich mich nach vorne lehne, alle vorne über mich. Ich muss jetzt noch kurz durchziehen. Ja. Den Dreh über ihr. Jungs, wir machen weiter, gell? Lass laufen. Platz Nummer 2 kommt nun. Da befindet sich die Airlock. Weiße Waffen, und das haben wir schon oft gesagt, fallen einem eben sehr, sehr schnell ins Auge. Gerade im Vergleich zu den normalen Skinnigen oder Standard-Skins, die ja alle eigentlich ziemlich dunkel gehalten sind, sind sehr helle Skins einfach immer so ein Blickfang. Sofort. Sie erinnert jetzt so minimal an die eine Deagle. Ja, so ungefähr an die Reboot. Also nur von diesen Kleinteilen her, diese Details, die man da sieht und hin und her. Ja, und guck mal, hier ist sogar das Counter-Strike-Manager drauf. Sehr schön, sehr schön. Magazin, hellrot, orange. Rot, auch sehr nice. Der Preis beträgt hier 4,67 € in FN. Würde ich jetzt hier auch nicht bezahlen. Ich weiß gar nicht, ob ich jedes Mal eine Wertung abgeben muss. Der Preis ist, wie gesagt, bei 4,67 €. Wir kommen nun zum ersten Platz. Macht euch bitte bereit, meine Damen und Herren. Ich muss mir noch einen Stift suchen. Achtung, Stifttrommelwirbel. Oh, gleich geht's los. Oh Gott, nee. Oder? Da haben wir die Rose Iron. Guckt euch das Teil an. Sehr schön gewurstet. Sie könnte noch ein Ticken dunkler sein. Wenn diese Waffe jetzt komplett schwarz wäre, würde es meiner Meinung nach noch etwas besser zur Geltung kommen. Also diese verwelkende oder hinfortfliegende Rose mit ihren Ranken, die fast schon so Octopussy-mäßig um sich greifen und die Gegner versuchen zu erhaschen. Die Stücke der Blüte sind die Kugeln, die man aggressiv in die Gegner reinschießt. Und wisst ihr was? Das Teil kostet 1,56 €. Das geht. Ich bin gespannt, ob ihr das erraten konntet, welche meine Top 3 waren, und vor allem bin ich auch auf eure Top-Listen gespannt. Also ihr könnt gerne schreiben, ob und wie euch meine Top 10 gefallen hat. Ihr könnt auch eure eigene Top 10 aufschreiben oder eure eigene Top 5, Top 3 und so weiter und so fort. Je nachdem, wer sich eben diesen Schreibaufwand machen kann, zeitlich gesehen. Vielen Dank, dass ihr wieder zugesehen habt. Ihr seid echt krasse Leute. Wir sind ultra dick wieder am Wachsen, was mich sehr, sehr freut. Die Dummbabbler übernehmen. Denkt an jeden Dienstag und jeden Donnerstag Livestream ab 19:30 Uhr.